Es geht, Leute, mein Name ist Aaron Fox und heute spielen wir A Rough Escape. Ein VR-Spiel, das ich schon länger verfolgt habe und endlich soweit ist zu spielen, denn wir befinden uns in einer Maschinerie umgeben von Knöpfen und Hebeln und was weiß ich, Monitoren. Da fühle ich mich zu Hause. Auch wenn ich nicht weiß, wie das funktioniert, müssen wir einen Weg nach draußen finden. Like Escape-mäßig. Ich bin gespannt. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Wir befinden uns in einem Aufzug, scheinbar. Also habe ich einen Eindruck. Das Spiel ist auf Deutsch gestellt. 150 Super Sampling, wieder gefixter 45 FPS. Sollte eigentlich funktionieren. Grafik sieht top aus. Und dann Aufzug zu den königlichen Ställen. Los geht's. Aufzug zu den königlichen Ställen einleiten. Yes. Aufzug wird eingeleitet. Wappen kann nicht identifiziert werden. Aufzug. Kurz gucken. Auch alles. Ja, okay. Instruction execute a platform lifting behind it. Gut. Verdächtige Befehlssequenz eingegeben. Menü wird zurückgesetzt. Lifted Binding. Okay, da muss man jetzt Neustartsequenz. Platform Lifting Binded to Left Right Thumbstick. Haben wir irgendwie einen Code hier? Oder wahrscheinlich schon das erste Rätsel. Okay. Das ist falsch. Auch nicht. Woher soll ich das denn wissen? Action Execute Platform Lifting Neustartsequenz. Irgendwo einen Hinweis haben. Da vielleicht irgendwas zu sehen. Irgendwas aufmachen oder so. Woher soll man das wissen? Wir sagen links und rechts. Das ist auch falsch. Sitzt. Auch nicht. Fängt ja schon mal gut an. Irgendwas mache ich falsch auf jeden Fall. Das scheint nicht zu gehen. Plattform Lifting Beine Tüte. Aha! Mit den Thumbsticks kann man das Ding hochfahren. Aha! Okay. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Links, rechts, links. Button. Da
Können wir Dicks machen? Okay, links, rechts, links. Interessant. Wieder auf Nullpunkt. Links, rechts, links, Button. Na also, one to perish for one to rise. The lighthouse awaits thee. Erwarte manueller Neustart. Erwarte manueller Neustart. Okay. Das gefällt mir. Rätsel. Was ist, wenn wir das... Okay, das können wir hier reinmachen. Okay. Dann haben wir noch eins. Wahrscheinlich müssen wir hier was machen, wenn ich das hier reinmache. Und dann brauchen wir hier noch eins. So. Perfekt. Wow. Riesengroßes Teil. Sind wir auf so einem Teil? Die Musik ist auf jeden Fall richtig gut. Was Machtvolles. Gut. Ah. Neue Nauticrawl starten. Yes. Auf. Wow. Sieht das nice aus, Leute. Und so viele Schalter zu betätigen. Der Sound ist kräftig. Ich hoffe, es ist für euch nicht zu laut. Wahrscheinlich schon, aber dann fühlt ihr auch, wie es mir ergeht, dass es hier so laut ist. Okay, was machen wir? Hier zum Drehen. Da ist ein Knopf. Da ist ein Knopf. Steuern. Okay. Keine Ahnung. Aha. Das bringt auch nichts. Irgendwie müssen wir das Teil anschalten. Ja, einfach alle Knöpfe drücken. Aha! Schon besser! Okay, das war schon mal gut. Das gucken. Okay, das ist unser Radar. Hier haben wir dieses Steuermodul. Keine Ahnung. Das geht auch noch nicht. Und das ist der Hauptrechner. Okay, okay. Können wir das? Aha. Das geht auch. Okay, Frachtraum. Okay, drück mal. Gut.
Gut. Funktioniert. Batterie mit Motor. Gehen wir mal. Warte, wir machen es jetzt erstmal aus. Mach mal aus hier. Oh, fuck, falsch. Hier. Und aus. Lass mal alles aus, was wir nicht brauchen. Radar lassen wir mal an. Das machen wir mal aus. Brauchen wir das? Aha, okay, das ist so ein Dingens. Das ist also die Batterie scheinbar. Okay. Radrechner wird hochgefahren. Batterie lädt nicht. Welches war... Ist es das? Ja. So, Aufzeichnungen. Leer. Filternbuch. Leer. Oh, shit. So. Batterie lädt nicht, das heißt, wir müssen... So. Das ist wahrscheinlich die Energieversorgung. Die haben wir jetzt. Ah, das ist ein Handbuch. So ein Ding, das hatte ich mal als Spielzeug. Es ist, das verbraucht keine Batterie, oder was? Okay. Aber für was war... Welches ist es? Blaulicht? Ich sehe nicht, wo das angeht hier. Ah, hier hinten. Okay. Was ist das hier? Und das ist das hier. Okay, wir lassen es mal an. Was macht das? Das macht nichts. Okay. Das? Ja, das sind die Motoren. Welches davon? Motor verboten, Motorzündung, Motor gestartet, Motor... Okay. Vom Bild her. Muss es gerade suchen, wo dieses Teil ist. Es ist nichts. Das war unsere Hauptenergie. Okay. Ich würde jetzt einfach mal... Probieren Sie es einfach mal. Okay, wir können damit also steuern. Geht. Das suchen wir also. Ist der Energieverbrauch oder so? Eingehende Funkübertragung wartet. Ah, hier. War das nicht? Umstellung, Meldung verwerten. Achtung, alle Einheiten, die Zugang zu den königlichen Stallungen festgestellt. Der Flüchtlinge
ist kein geschulter Pilot, vernichtet alles, was sein gültiges Wappen besitzt. Oh, das sind wir! Okay, wir sind gesucht. Wir haben das Ding also geklaut. Gut zu wissen. Was könnte das hier sein? Okay, wir fahren jetzt einfach mal da durch, würde ich sagen. Und los! Ich dachte, hier halt Wärme zu hoch. Wärme zu hoch. Dampf ablassen wahrscheinlich. Erinnert mich irgendwie an The Lone Survivor. Nicht geladen. Gut, Marvin, ne? Hupfendicht geladen. Was für ein Nethook. Nethook nicht geladen. Ah, wahrscheinlich das da. Nethook wird geladen, Signal gefunden. Bereit zum Enter. Und zack. Neueste Logs anzeigen. Melde Nauticrawler-Einheiten ohne Wappen. Basis. Wir wissen Bescheid. Alle Geschütztürme sind informiert. Verstanden. Sollen wir das Haupttor verschließen? Sie wissen nicht mal, wie man das Tarnungsfeld verwendet. Sie halten keine Minute durch. Ah, das wollen wir dann nochmal sehen. Okay. Tor öffnen. Listen to me. Tor offen. Links oder rechts? Ja, das ist wahrscheinlich der bessere Weg. Dann machen wir das mal. Tank weniger Treibstoff, Wärme zu hoch. Nicht geladen. Wenig Tank. Mann, ist es kompliziert. Wechsel zu Treibstoff Tank 2. Das ist schon mal richtig. Okay. So, Nethooken. Box anzeigen. Letzte Lockerung. Achtung, diese Einheit wurde von unbefugtem Personal gestohlen. Das Protokoll zum Einsammeln geplant. Ah. Treibstoffnachfüllung. Müssen beschaffen? Okay. Bitte auf den Tank wechseln. Sehen wir überhaupt irgendwo unseren Treibstoff? Oh, Energie ist bald aus. Ich schaffe alle. Machen wir uns gleich so beide ausmachen. Heute haben wir, glaube ich, keinen Strom mehr. Keine Ahnung, ob das richtig war.
Gehen wir aber auf den Treibstoff. Eine Tuck ist abgelassen. Ah, da. Okay. Jetzt können wir, glaube ich, hier und verwenden. Wie viel wird aufgefüllt? Wahrscheinlich eine ganze Tankladung. Okay. Wappenverschlüsseler. Verschlüsselt das Wappen des Piloten, um Verbindungen zu Geschütztürmen und anderen Terminals zu ermöglichen. Kein vollständiges Wappen. Du wirst bei Verbindung gescannt, aber es funktioniert. Das sagt zumindest der Wappenschmied, der ihn gemacht hat. Machen wir mal. Anbringen. Ein Reparaturkit brauchen wir gerade nicht. Irgendwelche Daten erhalten von Worker 157. Was, wenn Nauticall auf diesem dichten Atmosphäre schweben könnten? Fast so, als würden sie fliegen. Der alte Mann war betrunken, als er all das sagte. Man darf nicht alles glauben. Status läuft. Feldhandbuch. Boah. Offenbar verwenden sie einen verzierten Wappenchip, der von Mitgliedern der Königshäusern getragen wird, um den Rest von uns aufzuspüren. Die einzigartige Frequenz, die jedes Wappen aussendet, dient als Identifikationssystem. Geschütztürme und andere Überwachungsmaschinen nutzen diese Informationen, um Sicherheitsmaßnahmen zu aktivieren. Ich sollte besser den Verschlüssel anbringen, den ich gekauft habe. Perfekt, wir werden also nicht von den Geschütztürmen angegriffen, wenn wir diesen Wappen anbringen. Noch um zu rein. Okay. So, Gate. Crystal Tower. Ich weiß gar nicht, ob ich auch den anderen Weg gehen soll. Aber scheinbar ist das unser richtiger Weg. Aber wir gehen einfach mal sicherheitshalber. Ich hoffe, das ist richtig. Vollgas, wir haben ja noch genug Treibstoff. Nee, das ist nix. Wir gehen einfach nur zurück, würde ich sagen. Ich würde es nicht riskieren. Machen wir einfach. Wir gehen jetzt einfach mal den Weg. Die Frage ist, kann ich den nicht hocken? Nicht gefunden, aber nicht erkannt. Diese Übung wird einen weiteren Scan-Versuch entwickeln. Welche? Wir nehmen die Batterien weg. Keine Ahnung, ob das Sinn macht, was wir hier machen. Wir möchten, dass die gesamte Überwachung des verbotenen Flächen diesen geflohenen Arbeiter sucht. Es gibt einen Grund, wieso diese hier keinen Zugriff haben. Und so soll es auch bleiben. Jawohl, Sir. Alle Geschütze alarmieren, Wachposten bereit. Aushaken. Verbotene Fläche, da halten fünf Schüsse einmal. Okay, Frachtraum. Rumpf, Motor, Reparaturkit verwenden wir. Auf Motor ist repariert. Batterien wären nicht schlecht. So, Batterie ist repariert. Aber die Frage ist, werden wir jetzt immer noch angegriffen? Angebrachte Komponenten. Nee, dann lass mal dran. Wahrscheinlich waren wir auf der falschen Frequenz. Vollgas und los. Ich glaube, jetzt werden wir nicht mehr angegriffen, weil wir jetzt eine gewisse Frequenz haben.
Boah, schon wieder keine Energie, ey. Ach komm. Batterie. Hier hin. Ich glaube, das können wir ausstellen. Oh, was ist los? Oh, scheiße. Zu heiß, zu heiß. Motor durch Wärme beschädigt. Ja, aber geht noch. Da ist der nächste Dude. Gucken. Frachtraum, was hast du denn? Apparaturkit. Und Feldbücher. Notizen von Schulungskurs. Batterie. Stromverbrauch ist notwendig. Jedes Instrument verbraucht Ionen. Tarnung entlädt am meisten. Die Batterie entlädt sich mit der Zeit nur, wenn der Motor aus ist. Rote Zeilen bedeuten, Batterie leert sich bei nächster Aktion. Aha. Blassblaue Zellen bedeuten, sie werden sich aufladen. Blassblau. Wie kriege ich blassblau hin? Machen wir das aus. Brauchen die Tarnung entlädt am meisten. Ich weiß nicht mal, ob wir eine Tarnung haben. Also bis jetzt habe ich glaube noch keine Tarnung gefunden. Diesem Treibstoff. Ja, warten wir noch ein bisschen. Okay, wahrscheinlich brauchen wir doch das Teil. So, das gucken wir jetzt nochmal. Ach so, das ist das, okay. Oh, das hat viel Energie gebraucht. Habe ich irgendwie die Möglichkeit, Batterie, Strom zu erzeugen? Ich glaube nicht. Was haben wir im Feldhandbuch? Tech 2. Motornotiz vom Kurs. Ich kann mich durch enge Räume zwängen, wenn ich die Drossel anpasse. Niedrige Treibstoffzufuhr erzeugt beim Bewegen weniger Wärme. Verringerung von Motorgeräuschen hilft dem Tarnungsfeld auch. Wenn mir der Treibstoff ausgeht, werden mich die Landhüttenfische fressen. Die Lektion war glasklar. Wenn ich die Drossel anpasse, niedrige. Okay. Machen wir erstmal Batterie. Frachtraum. So. Die Sprit gefunden, aber nicht erkannt. Diese Bildung wird einen weiteren Scan versuchen ermöglichen. Okay, los. Ach, Frachtraum. Gib mir alles. Wächter in Anmarsch. Ach du Scheiße. Wo soll ich denn jetzt hin? Das Tal. Ich bin nicht um das Zeppelin. Okay, los geht's. Was passiert jetzt?
wird benötigt, um das Zeppelin-Modul anzutreiben. Zeppelin ist bereits angebracht. Wir brauchen Treibstoff. Wir reparieren mal. Das da. Was ist? Aha. Okay. Leute, da passiert was. Da passiert was. Wir bewegen uns! Oh, wie nice ist das? Oh. Okay, was zum Teufel ist passiert? Passiert nichts, okay. Wunderschöner Kristall. Anker ausgeworfen. Anker ausgeworfen. Kartengarnitur nicht gesetzt. Strahlungsschild. Wetter bewölkt. Kein Wind. Sanft S. Wunderschön. Pachtraumgewicht. Höhe 100 Fuß. Kristall integriert. Anker ausgeworfen. Man muss, okay, den Anker wahrscheinlich. Das noch? Nee. Kartenkoordinaten, keine Aufzeichnung. Was? Wenn Neues auf diese Art nicht nutzt? Ja, das haben wir gemacht. Abgeschlossen. Fällt war nichts mehr. Okay. 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 Wir haben hier das mit dem Anker, müssen wir irgendwie hinbekommen. Es ist, weil der Anker noch drin ist. Okay, wie kriegen wir den Anker da raus? Der blinkt ja auch. Das ist irgendwie. Irgendwie müssen wir doch den Anker da wegbekommen. Antrieb gesperrt, wenn verankert. Logisch denken, Alex. Wahrscheinlich beim nächsten Mal machen. Ich glaube auf die Schnelle. Achso. Ach, man kann ja hier noch hoch. Stimmt, kann ich auch wieder runter? Runter nicht. Okay. Wir gehen jetzt da hoch. Ja, geht nicht. Okay. Ja, gut. Werden wir wohl beim nächsten Mal rausfinden müssen. Abzuatmet. Oh, Leute, ist das geil? In so einem kleinen Ding alles zu steuern. Ich habe ein bisschen Panik gehabt. Ich habe gedacht, ich sterbe jetzt eigentlich gleich. Aber wir haben es eigentlich ganz gut geschafft. Irgendwie, zufälligerweise. Und jetzt müssen wir einfach nur noch den
Anker losbekommen und dann geht's weiter. Die Frage ist, wie lange brauche ich dafür? Ich hoffe, ihr seid dabei beim nächsten Mal. Ich denke mal, die zweite Folge wird nicht lange auf sich warten lassen und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Nerd Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.